Willkommen zurück hier bei Dragon of Destiny. Ich bin der Bärenbruder und begrüße euch wieder zu einem neuen Part. So, ja, ich habe wieder extrem viel Grinding hinter mir, damit ich wieder möglichst viele Wolffälle und so weiter verkaufen kann und natürlich auch noch ein bisschen aufsteige und so weiter. Ich bin jetzt Level 20. Aber, ja, und ich, das hat gerade gereicht, um mir wieder hier so einen Eisenhelm zu kaufen. Ja gut, und für sie noch einen Zauberhut, aber ja, das ist ja eigentlich ein Witz dafür, bei dem, dass man von diesem ja quasi doch schon sehr, sehr vielen Grinding dann doch nur so wenig bekommt letzten Endes. Also, ich sag mal, was Gold und Erfahrung angeht, oder beziehungsweise ja, mit Erfahrung geht es ja noch einigermaßen insgesamt, aber vor allem was das Gold angeht, also da würde ich viel großzügiger sein. Weil das ist doch wirklich schon sehr, sehr mager. Weil ich meine, um hier einigermaßen vernünftig weiterzukommen, sag ich mal, da muss man schon wirklich extrem viel grinden. Und das ist mit der Zeit dann natürlich auch nicht mehr ganz so spaßig, das Ganze. Teilweise jedenfalls. Und der gruselige Typ steht da schon wieder. Obwohl ich vorhin die Stadt verlassen habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann sich dann also ganz schön ziehen, wenn man hier so viel weiden muss und so weiter. Also wie gesagt, ich würde einfach mit dem Gold insgesamt ein bisschen großzügiger sein. Das würde das Ganze auch schon definitiv noch einiges besser machen und entschärfen, würde ich sagen. Und nun, willst du nicht anfangen, diese Brücke zu reparieren? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich würde sagen, dass es besser wäre, die Brücke wegzureißen. Und dann? Dann bauen wir eine neue Brücke. Allerdings dauert das einige Zeit. Darüber hinaus gibt es da noch ein großes Problem. Und welches? Ich brauche mehr Holz, als ich dachte. Das heißt, du willst mehr Gold. Es wäre besser, wenn du einfach das Holz besorgst. Dann kann ich schon mit dem Umbau beginnen. Okay, aber wo kommt das Holz her? Als ich in die Stadt ging, kam ich an einem Holzfäller vorbei. Fragt ihn. Leider ist der Schaden doch größer als vermutet. Der Zimmerer Ragnarok benötigt noch Bauholz für die komplette Reparatur. Beim Holzfäller sollte ich erst bekommen. Ich nehme an, das ist der, für den wir diese Brotzeit da bringen sollen. Oha, eine aggressive Eule. Ach ja, das war das hier. Ja, wobei, ich denke jetzt, wir besser ausgerüstet sind, sollte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? Ja, komm, lieber nicht. Na nö! Hallo Freunde, habt ihr vielleicht Interesse, ein Zauberbuch zu erwerben? Na, das kommt mir aber sehr bekannt vor. Wie meinst du das, mein Freund? Ich glaube, dieses Zauberbuch hast du schon einem alten Mann verkauft. Dieser Magier, du weißt davon? Du gibst mir jetzt das Zauberbuch oder die 150 Goldstücke zurück. Leider habe ich gar kein Zauberbuch und was das Gold angeht, das werde ich dir auch nicht geben. Dann muss ich es mir von dir holen. Ist hier nur Ei, das ist hier alles kein Problem. Feuer. Joa. Ich glaube, Eiskristalle machen hier mehr Schaden. Was? Wieso kann er eine Wasserblase? Mal so an. Und mit ihr nochmal mit den Eiskristallen. Ja. Ja, natürlich normal. Ja doch, Eiskristall macht mehr Schaden. So, machen wir so. Ja komm, den machen wir einfach mal so, würde ich sagen. So, und weg damit. Na, das Spiel kommt jetzt der Volltreffer. Es geht wieder los. Wieder ein Levelaufstieg, das läuft doch. Ja, komm, machen wir einmal hier voll.
Stärke, Stärke und nochmal Stärke. Ja, komm, einmal Geschick natürlich. Zack, zack, zack. Oh, die braucht viel HP. Zack, zack. Zack, zack. Ja, genau, explodier halt. Ich habe das Gold von diesem Gold zurückgeholt. Ich sollte es Kurs bringen. Ein Auftrag abgeschlossen. Ja gut, nicht ganz. Aber zumindest zum Teil so. Aber ich glaube, ich gehe doch nochmal hier rein, weil eigentlich müssen wir das doch jetzt wieder aufnehmen können. Komm, ich kann mich ja noch hier mit dem Mondkau teilen ein bisschen. Ach so, das war's. Was halt denn noch MP? Nichts, wie es aussieht. Okay. So, dann ist nur noch das. Ja, komm. Jetzt. Speichern. Ja gut, hier kann man wahrscheinlich nichts machen. Ja gut, das können wir ja schon. Und wieder ein Raubzug erfolgreich. So ist es. Wenn wir so weitermachen, dann. Warte, hier stimmt was nicht. Ja gut, das kennen wir ja eigentlich auch schon. Jetzt, wo wir insgesamt ein bisschen stärker wieder sind und bessere Waffen haben, sollte das eigentlich funktionieren. So. Das dachte ich mir, ja, ich weiß, das sagt das zu dir. Crystals. Sehr gut. Das. Wunderbar. Und Eiskristalle. So, einmal der Energiestoß. Kristalle. Oh nein! Oh, nicht schon wieder sowas. Komm. Dann mache ich mal einen Heilspruch hier. Heilung. Warum nicht? Fällt ja eh kaum was. So, jetzt. Du kannst auf jeden Fall wieder die Eiskristalle verwenden. Ja, da. So, dann greifst du einfach mal an. Eigentlich habe ich ja Glück. Nein, habe ich natürlich nicht. Hm.
Das wohl auch mit dem komischen Lichtblitz. So, nochmal. Aber ich bin nicht mehr blind. So, nochmal Magie. Was ist da noch? Jetzt denn. Oh nein, das wollte ich nicht mit dem machen. So, Magie. Jetzt kannst du auf ihn aber jetzt. So, dann du machst das mal auf ihn. Sehr gut. Der ist dann schon mal weg. Ja. Komm. Okay, gleich geht's da wieder ein Level ab. Ja, aber ich denke, den sollten wir auf jeden Fall jetzt schaffen, den Kampf. Wunderbar, es kam ein Level ab. Für die Fähigkeit. Den Eiskristall solltest du auch wieder gleich ein Level abgeben. So. So. Wunderbar. Jawohl, jetzt gibt es wieder für sie Level ab. Dann will ich wahrscheinlich nochmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Wunderbar. Verdammt! Das Spiel ist aus. Was habt ihr jetzt vor? Was denkst du wohl? Ich finde, wir sollten sie an den Gedissen der Stadt übergeben. Ihr könnt gehen, also das schon mal auf keinen Fall. Ihr kommt ins Verlies, ich werde euch töten. Schwierig. Sind das nicht diese Diebe, die diesen Händler da ausgeraubt? Ja gut, sie haben ihn ja nicht getötet, sie haben ihn nur ausgeraubt. Komm, dann will ich... Ich denke, hier kommt es ein gutes Mittelmaß. Wie kannst du nur? Ist dir nicht klar, was man mit dem Lobern macht? Darüber hättet ihr euch voll Gedanken machen sollen. Das habt ihr gut gemacht. Wir waren dieser Bande schon lange auf den Fersen. Was wird mit den Dieben jetzt geschehen? Das Übliche, man wird sie hängen. Ach, bevor ich es vergesse, es gibt eine Belohnung für ihr Ergreifen. 350? Warum nur so wenig? Ich habe die Diebe der Stadtmiliz übergeben. Die wollen die Diebe nun hängen. Ich finde, dass das vielleicht ein bisschen extrem ist. Ich sollte vielleicht mal nach ihnen sehen. Okay. Nun habe ich die Ware des Händlers und dazu habe ich den Dieben eine Schmach erteilt. Gute Arbeit. So viel Gold hätte ich auch gerne. Oh ja, da sagst du was. Wir sichern die Goldvorräte. Kann ich das nicht nehmen? Warum ihr? Ich brauche das viel dringender als ihr. Es war sehr anständig von euch, dass ihr uns über dieses Versteck informiert habt. Ich glaube, ich hätte das ganze Gold für mich selbst behalten. Ach, ich fühle mit dir. Ich muss aufpassen, dass ich nicht schwach werde. Kann ich nicht schwach werden? Schade. 500 Gold? Oh ja, das ist zumindest schon mal nicht schlecht. Auch das ist gar nicht so schlecht. Aber immer noch viel zu wenig. Und, ach. Warum kann ich das denn nicht mitnehmen? Ah. Es ist zum Verzweifeln. Wir stehen hier in der Gegend rum. Dabei würde ich auch gerne mal einen Blick auf das ganze Gold werfen. Wir sichern die Goldvorräte. Ja, ja. Reibt's mir noch unter die Nase. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Und genau, da ist jetzt der Dude, der Händler. Ich glaube, das gehört dir. Ich bin... Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wäre es mit einer Belohnung? Aber natürlich. Raubzüge abgeschlossen, ja. 200 Erfahrung, 250 Gold und ein Goldamulett. Was macht das Goldamulett? Das Goldamulett kann eigentlich... Ah, okay. Er kann also für 4 Gold verkauft werden, nehme ich an. Ich bleibe noch eine Weile hier. Ja gut, dann mach das mal.
Oh Gott. Ich bin es irgendwie schon leid, gegen Wölfe zu kämpfen. Jawohl. Wolfsfälle. Und rohes Fleisch natürlich. Ja. Lass mich überlegen. Genau, dann kann ich doch. Das Fleisch jetzt erstmal fressen. Oder vielleicht doch welche von den anderen Sachen hier. Karotte zum Beispiel, 5 LP. Ja. Tomate. Genau, die hatten wir ja noch vor uns hier, die Räuberhöhle. Okay, dann müssen wir jetzt wohl gegen drei auf einmal kämpfen, aber jetzt, wenn wir schon mal ein bisschen besser ausgerüstet sind, sollte das hier jetzt nicht so ein großes Problem werden, hoffe ich. Ergreift diesen Eindringling und tötet ihn. Noch mehr von diesen lächerlichen Witzfiguren. So, dann Energiestoß. Magie, das ist halt. Ja, mit dir sollten wir recht gut fertig werden. Natürlich landet jetzt ein Volltreffer. Ja, dann geht's hier weiter. Das war gut. Jupp, der ist gleich Geschichte. Sehr schön. Und wieder drei weniger von den Strollchen.
Ja, ich glaube, hier kommt es gleich zu einem Bosskampf. Ja. Ja, dann muss ich wohl doch nochmal zurück. Aber wie gesagt, ich werde erstmal, bevor ich dann da in diese Gaststätte gehe, nochmal mich in den anderen Gebieten noch ein bisschen umsehen. Da ging es hier, glaube ich, noch lang nicht, oder? Ach so, ja, da war dieser Steinwächter, genau. Dann ging es auch hier lang. So. Habt ihr was zu essen? Nun, ich bin hier, weil ich etwas Holz brauche. Du bekommst das Holz, wenn du mir etwas zu essen bringst. Ja klar, was sonst? Hier hast du alles, was du wolltest. Oh, Gott sei Dank. Habt vielen Dank. Bitte nimm dies. Brotzeit, ja. 40 Erfahrung. 75 Gold. Hallo, das Holz. So geht dir aber doch gleich viel besser von der Hand. Was ist jetzt mit dem Holz? Hier hast du es. Also geht doch. Nun habe ich das Brot auf zum Zimmer. Rocknarock. Rocknarock. Ach ja, genau. Hier waren wir ja noch nicht. Was? Hoch. Aha, ein Falke also, ja. Oh. Die haben aber eine ganz schöne Schwäche, die das zu haben. Oh, natürlich. So. Ja, das läuft auch. So, und du weißt es dann auch weg damit. Boah, ist das unbefriedigend mit den Erfahrungspunkten. Hä, was? Ah, hier habe ich noch so eine aggressive Eule an. Oh, warum muss diese Eule so ekelhaft zäh sein? Naja, aber die geht auch schon irgendwie down. Was? Was ist denn das für eine super Eule? Ja, betreib doch nicht. Ist mal gut jetzt. Aha. Puh. So, ich hoffe, die Eule gibt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Nein, leider nicht. Ah, da ist noch was. Na. So. Altlobrand, Häuser wegen Eschers, verbitte nicht betreten. Was ist das hier denn für eine Finsternis? Selbst mit einer Laterne sieht man nicht mal die eigene Hand vor Augen. Ob man dann noch später rein kann? Diese Tafel ist stark gewittert, aber etwas kann man noch lesen. Nur das Licht der Sonne kann es vernichten. Das Dunkel ist deine Heimat, deswegen seid gewacht. Aha. Ja gut. Ansonsten gibt es dann hier wohl auch nicht sonderlich viel zu entdecken, würde ich sagen. Nein, bitte nicht wieder so eine Eule. Moment mal. Geht es da vielleicht noch so lang? Oh, da
Deswegen ist eine Treppe nach oben. Oh, oh! 55 Sekunden alte Schriftrolle. Die alte Schriftrolle nehme ich natürlich sofort. Da ist sie. Ja, muss einfach um 20. Oh Gott, nur um 20. Um 47. Was? Ach so, Gnome. Lächerlich. Die gehen ja jetzt aber ganz schnell weg. Ja. Oh wow, machen die viel Schaden jetzt. Ja, immer diese Volltreffer, wenn man sie nicht braucht. Man kennt's. Wow, 40 Erfahrungspunkte und 40 Gold. Warum gleich so viel? Achso, das ist nur so ein Koboldsversteck. Oh, Glühwürmchen, die brauchen wir ja auch. Stimmt. Da sind auch noch welche. Oh Gott. So, Exosalo. So, weg. So, achso, das war's. Jetzt kann ich einfach erstmal zu diesem Dude gehen, der das Holz braucht. Aber davor noch ein Glühwürmchen einfangen. Das war knapp. Ich hoffe, ich bin ja nicht auf dem Holzweg. Na. So. Kann ich wieder zu dem. Wie ich sehe, hast du das Bau sehr gut. Ich mache gleich weiter. Hast du es? So, Bau jetzt übergeben. Naja, sieht doch ganz ordentlich aus. Der Übergang, wunderbar. Und wieder 120 Erfahrung. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ja, dann mach das mal. So, einmal das. Okay, da liegt noch was. Okay. Ich muss sagen, das ist mir am Anfang irgendwie gar nicht so aufgefallen. Dieser Übergang von diesem Stein und diesem Gras, der ist dann tatsächlich ein bisschen unschön, weil der sieht doch sehr, sehr kantig aus. Das ist hier tatsächlich nicht so gut gelungen. Das ist aber auch tatsächlich das erste Manko, sag ich mal, was ich hier beim Mapping jetzt entdeckt habe. Ansonsten waren jede Map hier immer ein Eyecatcher, kann man sagen. Also war schon sehr professionell. Das hier
Ja, das sieht leider nicht so schnieke aus hier mit dem harten Übergang von Gras zu Stein. Nee, aber jetzt abgesehen davon ist die Map an sich dann natürlich trotzdem sehr hübsch, natürlich. Ja, cool, kann man jetzt nur da rein. Ich sollte auch vielleicht mal wieder zwischendurch speichern, überlege ich gerade. Seid willkommen in meinem bescheidenen Laden. Und das ist wohl eher ein Labor. Lasst euch nicht durch die paar Fläschchen abschrecken. Aber sagt, wie habt ihr es überhaupt geschafft, hierher zu kommen? Du meinst wegen deiner kaputten Brücke nur, und ich habe sie reparieren lassen. Das ist unglaublich zuvorkommt. Sagt, wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Nun, was habt ihr denn? Nun, ich sehe schon, ich habe keinen Idioten vor mir stehen. Ich kann euch die Kunst der Alchemie lehren. Klingt gut. Was möchtet ihr? Nun, ich möchte... Alchemie lernen... Trink... Alchemie... Alchemie... Ach komm... Ja... Die ganzen Sachen hier kosten so um die 1500... Ja, also annähernd 1000 Goldmünzen, aber man bekommt immer so... so Beträge im zweistelligen, maximal dreistelligen Bereich, also das ist alles sehr unbefriedigend. Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Was könnte ich denn jetzt machen? Eigentlich müsste ich mich mal wieder heilen, aber das kann ich ja momentan nicht. Lernpunkt. Ach genau, Mensch. Handwerk. Da wollte ich auch hier. Lernpunkte pro Level Aufstieg um 1 erhöhen, genau. Levelaufstieg nochmal um 1 erhöhen. Ja gut, das werde ich dann wahrscheinlich später machen. So, das hätten wir dann schon mal auch. Das ist hier lustig. 35 Erfahrung. Bitte seht euch ruhig um. Ich soll euch eure Bestellung von der Eckersmühle bringen. Ach natürlich, ich hatte zwei Baguettes und ein Brot bestellt. Ihr bitte schön, lasst es euch schmecken. Einmal Brot und zwei Baguettes übergeben. Vielen Dank. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir hatten ja noch diese Bestellung, genau. Dort steht. Melanie, Lorenz, wir gerne immer Brot. Haben wir ja schon. Fünf Brötchen. Kaserne, Lobrand. Ah, okay. Dann muss ich noch in die Kaserne nachher. Ja, alles klar. 100 Gold. Da ist hier noch was. Diese Truhe ist verschlossen. Hilft wohl nur der richtige Schlüssel. So, hier werde ich auf jeden Fall nochmal frei speichern. So, ein einfaches Schloss. Sehr gut. Zweimal Silbererz. Oh. Ein herrlicher Ausblick, nicht wahr? In der Tat, was macht ihr hier oben? Ich komme immer hier rauf, wenn ich nachdenke. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin... Gebt die Mädchen einen Namen. Sonja. Nun, ich bin Bärenbohr und das ist Gabriele. Wirklich wunderschöne Aussicht. Was beschäftigt euch denn? Vielleicht seid ihr ja schon mal am Teich der Wunder gewesen. Ja, dort war ich bereits. Warum? Es gibt wohl nichts, was mich mehr fasziniert als dieser Ort. Ich habe schon viel Zeit aufgebracht, um herauszufinden, was es mit dem Teich auf sich hat. Bisher ohne Erfolg. Vielleicht hat es was mit diesem Wasserfall zu tun. Da scheint etwas schlimm, etwas zu schimmern. Was im Wasserfall? Das muss ich sofort untersuchen. Ja. Keine Ursache. Ich wundere, Sonja, die Tochter des Bauers, will sich den Wasserfall genauer ansehen. Ich sollte bei Gelegenheit mal hinsehen. So. Aber ich schlage vor, hier mit dieser wunderschönen Aussicht kann ich den Pater dann auch erstmal an die Stelle beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und dann geht es demnächst hier an der Stelle weiter. Aber bis dahin würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.